Ich geleite sie nach oben. Derweil sind die anderen in einen Raum gegangen, wo wohl ja unheilige, nichtssagende Runen angebracht sind. Also wenn ihr euch tatsächlich mal so ein bisschen versucht, mit dieser Schriftart auseinanderzusetzen, sie sieht halt finster aus, aber es ist kein Zayat, es ist einfach gar nichts. Und davor steht dann ein mächtiger Magier mit einem Turban und irgendwelchen Runen. Also es ist ein Mischmasch, ein Sammelsurium, stellt sich gerade als der große Teatralo heraus, der dann irgendwie eine Taube aus seinem Hut herauszaubert und euch dann entgegenhält. Sie ist tatsächlich nicht lebendig, sondern wohl auch nur wieder irgendeine Attrappe, die er dann ganz schnell wieder in seinem Hut verschwinden lässt. Wenn ihr jetzt in den nächsten Raum hineingeht, die Hoffnung ist nicht verloren. Der Horas, unser aller Vater, der unsere Ahnen aus dem Güldenland an die Gestade führte, er selbst kann sich in diesen finsteren Tagen gegen die Dämonen behaupten. Aber ich bitte euch nicht, den Käfig zu berühren. Es ist wahrlich gefährlich. Und ihr betretet diesen Raum, dieses Zimmer auf eigene Gefahr. Die finsteren Tage sind vorbei. Er wird wieder erwachen und uns zu neuer Stärke geleiten, so wahr ich der Teatralo bin. Das Reich seiner Kinder im güldenen Glanz. Und damit öffnet er so ein bisschen diesen Vorhang, sodass ihr dann in den nächsten Raum reingehen könntet. Ich möchte mir das ansehen. Ja, du kannst erkennen, wie in dem nächsten Raum ein Altar steht, dahinter dann ein paar Vorhänge, das ist alles so ein bisschen skurril, wieder mit diesen nichtssagenden Zeichen darauf. Und auf dem Altar steht ein großer goldener Vogelkäfig. Und darin kannst du erkennen ein Gotongi, der darin schwebt und dich finster anstarrt. Ein echter Gotongi. Auch hier links und rechts wachen die wohl auch mit Waffen, mit Hellebarden bewaffnet sind und dann neben dem Vogelkäfig stehen, so grob 5 Schritt entfernt. Und andere Adlige, die dann davor stehen, so sich die Hand vor den Mund halten. Ach, das sind also Dämonen. Ja, jetzt verstehe ich, die sind ja furchtbar. Ich habe schon 5 Dämonen besiegt. Ich kann gar nicht verstehen, wie die Schlacht der, die, der die, diese Dämonenschlacht, die dritte, dass man die verloren hat. Ich hätte 15 von denen erschlagen können, aber es waren nur 5 da. Diskutieren sie da wohl gerade irgendwelche adligen Phrasen, die da wohl genannt werden, die Männer, die da wohl wieder angeben vor den Frauen und wieder irgendwas behaupten und Frauen, die dann irgendwie entweder schockiert gucken oder lachen zu den nicht lustigen Witzen von den Männern. Ich stehe so ein bisschen fassungslos davor, gucke immer wieder zwischen dem Käfig und dem großen Teatralo hin und her, ob der das wirklich ernst meint, dass das hier eine Attraktion ist. Genau das. Geht wie gesagt im anderen Raum und du kannst da wohl, er hält da wohl gerade wieder seine gleiche Rede für die anderen Ankommenden und wenn du dann dich umdrehst, siehst du auch wohl, wie Asavo und Abelmir ebenso dastehen und sich diesen Gotongi besehen. Kera steht schon neben dir. Ah, welch unheiliges, hässliches Werk. Also wirklich. Und flüstert sie so. Du hast deine Rede gehört. Wir sollten uns mal mit ihm unterhalten. Niederhöllische Abscheulichkeit. In Kiaras geht ihr vor. Ihr könnt das besser als ich. Ich will aber nicht. Das ist Aha. zu lächerlich. Ja. Schaut einmal, da kommen Abelmir und das Abo. Da schicken wir Abelmir vor. Wunderbar. Ja, aber mir, wenn du herantrittst, dir wird noch ins Ohr geflüstert, beziehungsweise wenn du dann an ihm vorbeigehen willst, wird er ja auch Teatralo sagen: Bitte nicht den Käfig berühren. Was ist hier los? Oh, schaut nur, werter Magier, seht ihr diesen hässlichen, hässlichen Dämon? Wie ein Tier eingekerkert, so wie sich das gehört, natürlich. Ja, ich sehe ihn. Einer, der kommt, Ost, dreht sich wohl auch gerade um, ist auch wohl ebenso empört wie ihr, murmelt da wohl auch wieder was mit unheilige Kreatur oder Monster und ist da wohl ziemlich empört gerade. Also nicht alle Adligen werden das fasziniert betrachten, andere, wie gesagt, dann genauso wie ihr mit Schimpf und Schande dann den Ort verlassen. Ich würde mal einen Rundumblick werfen, wer sich sozusagen neutral verhält oder vielleicht sogar lächelt. Menschenkenntnisprobe. Natürlich alle machen.
Ja, also du schaust in die verschiedenen Gesichter, die Masken verdecken eine ganze Menge und der Raum ist auch nicht ganz so hell. Also es scheint jetzt keine Laternen oder Lichter oder so. Es ist nur ganz wenig da. Zwei, drei Kerzen, die da aufgestellt worden sind. Die Gesichtszüge sind sehr schwer zu lesen. Ja gut, der eine Komto ist jetzt gerade, wie gesagt, minder fasziniert rausgelaufen und die anderen, ja, also eine richtig echte Emotion. Die Wachen wirken nicht gelangweilt, aber kontrolliert. Ich würde mal aufstehen, wenn ich sitze, keine Ahnung. Guter Herr Teatralo, nanntet ihr euch, nicht wahr? Wozu dient diese Charade? Charade? Nun, das ist ein echter Dämon aus den Niederhöllen. Er wurde beschworen und von unserem Horas gefangen. Eurem Horas? Wer ist euer Horas? Kadan Horas, müsst ihr wissen, der Sohn von Aldare. Er ist hier anwesend? Nein, selbstverständlich nicht. Und wir transportierten ihn den weiten Weg. Extra für diese Szenerie, für diesen Maskenball. Aber pschst. Wozu dient das Ganze, wenn ich fragen darf? Nun, um dem Adel zu demonstrieren, gegen welch mächtige Feinde wir kämpfen und einige Spenden zu sammeln und den Horas zu preisen. Aldare möge siegreich herausgehen. Und dafür beschwört ihr einen niederen Dämon? Er wurde nicht von uns beschworen. Nun, ihr habt ihn gefangen genommen. Korrekt. Nun, es ist trotzdem... Wir sammeln Spenden. Er deutet auf eine der Kisten, wo du dann noch erkennen kannst. Das ist wohl das Zeichen der Horasloge drauf. Im Kampf gegen die Dämonen. Es ist trotzdem nur ein niederer Dämon. Er ist gefährlich, müsst ihr wissen. Nicht am Käfig rütteln. Nun, dies hatte ich nicht vor, aber... Das ist doch... Die Tage sind finster und nur der Horas kann uns beschützen. Isarun tritt mit einem reichlich verbissenen Lächeln hinzu. Kollege, ihr habt doch mit Sicherheit einen Dispens, um diese Kreatur auszustellen. Bitte was? Nein, wir... Einen Dispens. Wir haben ein Grußschreiben von Aldare bekommen. Mit einem freundlichen Gruß. Verzeiht, Kollege, wollt ihr mich verarschen? Kollege? Ich bin kein Magier, verzeiht. Er schaut dich so ein bisschen empört an. Ich bin Teatralo. Mhm. Das heißt, seid ihr eine echte Magierin? Mhm, und das ist ein echter Dämon. Ja, natürlich, das habe ich doch gesagt. Und wir haben ein echtes Problem jetzt. Was? Das müsst ihr mit dem Hausherrn besprechen. Vielleicht sollten wir uns einmal kurz draußen unterhalten. Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich bin Schauspieler. Ja, das ist mir nun auch klar. Trotzdem können wir das nicht weiter zulassen. Das Ding muss exorziert oder erschlagen werden. Du siehst, wie er tatsächlich jetzt käseweiß wird. Aber ich habe das nicht beschworen. Ich kann das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Großschreiben echt ist. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr wirklich mit dem Hausherrn besprechen. Ich weiß nicht, ob der zu sprechen ist, aber mir wurde versichert, er ist nicht gefährlich. Habt ihr dieses Wesen hierher geschafft oder nicht? Nein, der Vogelkäfig stand da schon. Er wurde nur abgedeckt. Und ihr wurdet angeheuert, um dieses Wesen anzupreisen. Ja, natürlich. Dann kommt euch jetzt leider ein bedauerlicher Zwischenfall in die Quere und ihr müsst überstürzt abreisen. Schaut dich an, weiß nicht, was er sagen soll. Derweil wird Mendarion gerade in Richtung des Bassins geführt. Und warmes Wasser, was dich umspielt. Wenn er seine Kameraden nicht mehr finden kann, geht er damit. Ja, genau. Sie sind irgendwie verschwunden und irgendwann stehst du in einem sehr warmen Raum. Du siehst hier wohl, wie Sachen auf dem Boden liegen. Die Menschen haben sich einfach entkleidet und so leichter Dampfschwaden, die jetzt aufsteigen. Es riecht künstlich, aber nicht schlecht. Also irgendwelche Düftwässerchen, die gerade in dieses Wasser gemischt worden sind. Und ja, also da gehen wohl auch einige dem Liebesspiel gerade nach.
Nun, da man sich offensichtlich entkleidet, passe ich mich mal den Gegebenheiten an. Ja, genau. Also wirst auch dann direkt ins Wasser gezogen. Die Dame, die dich dann die ganze Zeit an der Hand gezogen hat, lässt dann auch links und rechts einmal ihre Träger von ihrem Kleid runtergleiten und würde dann auch splitterfasernackt ebenso ins Wasser treten und dich dann eben wieder mitziehen und würde dann gemeinsam im warmen Wasser mit ihr versinken. Wie voll ist es hier? Ja, im Raum sind jetzt gerade so, du würdest sagen, 10 Leute. Die Hälfte davon wohl gerade im Wasser und die anderen ziehen sich gerade an oder stehen gerade irgendwo in der Ecke und flüstern irgendwas. Dann gehe ich mit der Frau ins Wasser. Ja. Sie würde dich gerne verführen. Ist sie gut aussehend? Ja, würdest du sagen. Dann hat sie da, glaube ich, keine Erschwernis dran. Ich würfel einfach mal gerade eine Betörenprobe. Du kannst mit einer Selbstbeherrschungsprobe widerstehen. Ich glaube nicht, dass Menarion das widerstehen möchte. Gut. Ja. Dann wirst du die nächste Zeit im warmen Liebesspiel mit einer Menschenfrau dich ihren Küssen und ihren Umarmung dann wiederfinden. Packen wir die Liste der zu machenden Erfahrungen mit Menschen mal ab. Genau. Derweil kann Kiaras von einem der Leibwächter angesprochen werden, der dir wohl nur zunickt. Kiaras, wirf mal eine Menschenkenntnisprobe. Oder, wenn du hast, Anatomie. Anatomie, ja. Auch er, ein Arkaner. Und was dir auffällt, so wie er sich gebahrt, er ist nicht unhöflich, aber er redet nicht. Das liegt einfach daran, dass er wohl keine Zunge hat. Nickt wohl in Richtung eines anderen. Das ist ein Novadi. Du kannst es an den Runen-Tätowierungen erkennen, die er wohl am Gesicht hat. Und nickt dann wohl in Richtung von ihm. Ist da wohl immer noch total verkleidet mit Turban, mit Schleier vor dem Gesicht. Aber du kannst ihn tatsächlich erkennen. Ist wohl ein bisschen älter. Du kannst es nicht nur einschätzen. Vielleicht ist er 50, aber doch schon sehr faltig. Guck dich an mit seinen spröden Lippen und nickt dir zu. Während Isarun wohl gerade mit Teatrado zugange ist und ihn herauskomplimentiert. Ja, langsam und bedächtig nicke ich ihm auch zu den Gedanken. Warum muss es ausgerechnet Novadi sein? Und ständere doch mal zu dem Mann herüber, während die Damen gerade abgelenkt sind mit dem Dämon. Was tun die anderen? Ja, ich bringe halt die Dame nach oben, tröste sie und ja, sehe dann etwas verloren im Raum um. Ich würde mich auf die Bühne begeben. Da steht wahrscheinlich Isarun und Teatralo. Wahrscheinlich stehen die gerade noch am Eingang zu diesem neuen Raum. Wie gesagt, Teatralo hatte dann immer diesen Vorhang beiseite gezogen und haben sich da jetzt von dem Vorhang zum anderen Raum dann noch weggezogen. Ich kann das gerade mal zeigen. Hier steht dann dieser Vogelkäfig. Hier ist dann Teatralo mit dem Vorhang und dann kannst du hier reintreten, während Isarun und Teatralo dann hier irgendwo stehen am Rand. Wie viele Leute sind denn noch im Raum drin jetzt? Ein wildes Gemisch. Also die gucken, einige bleiben wohl noch ein bisschen länger. Zwei Wachen und du würdest grob sagen, in dem Raum sind jetzt vielleicht gerade 8 Leute. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesen Raum zu verlassen. Der Dämon muss ausgetrieben werden. Bitte verlassen Sie den Raum unverzüglich. Keine Gedränge. Und berühren Sie dabei nicht den Käfig. Gehört das zur Vorführung? Nein, nein. Bitte gehen Sie jetzt. Du merkst jetzt, wie links und rechts die beiden Wachen mit der Hellebarde sich dann dir nähern. Verzeiht mein Herr, aber was tut ihr hier? Nun, dies ist ein Dämon. Korrekt. Dies ist nicht statthaft im Mittelreich, wie ihr wisst. Wir haben ihn gefangen, Hintergold. Dies ist nicht statthaft im Mittelreich. Ich wiederhole mich ungerne. Wir haben die Befehle, dass er so lange nicht berührt werden soll. Dann holt euren Hausherrn herbei, damit ich ihm den Sachverhalt erklären kann. Nun, der Sachverhalt verhält sich so, dass dieser Dämon später vor versammelten allen Augen zurück in die Niederhöhlen geschickt wird.
aber zu einem korrekten Zeitpunkt. Nun, dann verlasse ich mich darauf, dass niemand diesen Raum weiter betritt. Bin mir nicht sicher, ob das so abgesprochen ist. Ihr seid ein einfacher Gast, korrekt? Das ist richtig. Ich würde ungern den Praios-Tempel zuziehen, wenn ihr mir eigentlich keine Wahl lasst. Der Praios-Tempel ist anwesend. Mindestens zwei Priester sind hier. Nun, dann wundere ich mich, warum diese nicht einschreiten. Nun, dann solltet ihr am besten mit den Praios-Geweihten sprechen vor Ort. Das werde ich tun. Lass so lange niemand in den Raum herein. Und ich würde dann einfach die Wachen stehen lassen und weggehen. Mhm. Gut, kannst wieder nach oben gehen. Wo du dann sicherlich auch Boltax findest. Isarun ist wohl mit Teatralo schon nach oben gegangen? Oder wollte Isarun dann hier bleiben, ihn aber nur nach oben geschickt haben? Ich würde ihn gerne dazu animieren, die Gäste doch mit der Aussicht auf weitere Zaubertricks ihm zu folgen, nach oben, sodass es sich hier unten langsam leert. Ja, dadurch, dass du ihn gerade eben so ein bisschen bedroht hast, nicht mit Leib und Leben, aber auf alle Fälle mit Konsequenzen, wenn du ihm jetzt gerade die Hoffnung machst, dass er weiter zaubern darf, ich glaube, da macht er mit. So könnt ihr wieder gemeinsam nach oben gehen. Die Wachen bleiben wieder neben dem Goldkäfig stehen. Die Menschen haben sich dann allerdings auch wieder ganz langsam nach oben verzogen. Die Treppe ist wieder ein bisschen gefüllter, steigen dann langsam hoch. Verschiedene Gespräche über Dämonen und dass man jetzt tatsächlich auch wieder etwas spenden möchte, weil dieser Dämon gar grauslich war. Und tatsächlich haben die einen oder anderen auch Nasenbluten bekommen. Also scheint wohl Wirkung zu zeigen und die Menschen spenden. Derweil könnt ihr dann erkennen, wie Boltax dort steht, neben einer Dame, die er wohl gerade nach oben geführt hat. Ja, und geht es euch jetzt besser? Ich muss mich noch nach oben begeben oder so. Oder nach draußen stellen. Ich glaube, man kommt gar nicht nach oben. Nur wenn man eine besondere Einladung oder sowas hat. Ich stelle mich etwas nach draußen, an die Pferde. Das ist eine gute Idee. Pferde sind sehr, sehr... Bis gleich, werter Angroschow. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ihr seid ein wahrer Held. So sind wir, Angroschow, eben. Das. Ein wahrer Held. Natürlich, natürlich. Erzählt sie davon. Erzählt euren Freunden von Sumox, dem Helden. Während ihr euch gerade in dem oberen Stockwerk wieder gesammelt habt, beziehungsweise dem Erdgeschoss, kann eine Wache auf Rafim zutreten, der ihm dann zunickt. Verzeiht, wir wussten nicht, dass ihr zu der Eminenz gehört. Ihr seid der Leibwächter, korrekt? Deutet dabei auf deinen fehlenden Finger. Das ist richtig. Aber ich konnte mich ja schlecht zu erkennen geben. Seht ihr sicherlich. Natürlich, verzeiht. Dann folgt uns bitte. Ja, er deutet dann einmal direkt durch die Eingangshalle hindurch und jetzt scheint wohl deine Waffe kein Problem zu sein. Du weißt nicht genau wieso, es hat sich eigentlich nichts geändert, aber du kannst erkennen wohl, wie gerade Kiaras von unten kommt, der Treppe, Raum, da wo jetzt auch die anderen gerade rausströmen und in seiner Begleitung ein Novadi, die verschleiert in ein purpurnes Gewand. Ja, ich gehe auf Kiaras zu und stelle mich dann anderthalb Meter links hinter ihn. Brauche ich aber nicht. Ja. Kiaras, du wurdest einfach nur, ja, einfach gebeten, gemeinsam mit dem Erwählten, so hat er sich wohl vorgestellt, hat keinen Namen genannt, gemeinsam nach oben zu gehen, damit die eigentliche Festivität dann dort beginnen könnte. Folgst du? Ja. Gut. Auf alle Fälle siehst du, wie Rafim jetzt wohl doch durchgelassen wird, schließt sich einfach wortlos dir an. Und wenn ihr gemeinsam an der Seite des Novadis die Treppen nach oben steigt, die Wachen treten beiseite, ohne dass sie wieder ein Wort von dir hören wollen, das, was du aus der Einladung hattest. Gemeinsam an der Seite des Erwählten wird das wohl kein Problem sein, bis ihr dann die oberen Stockwerke betretet. Da dann auf einer kleinen Galerie könnt ihr nach unten sehen. Unten, da wo ehemals die Musiker standen, hat sich jetzt wohl eine Tänzerin aufgestellt, die jetzt gerade mit einem magischen Tanz beginnt. So eine Mischung aus Schleiertanz, Schwerttanz, die da jetzt wohl gerade die Gäste weiter amüsiert und da dann für einiges an Gestaune sorgt. Ja, hier wohl etwas exquisitere Festivität, während unten ganz grob
150 Leute mit Masken herumlaufen, wirst du hier nur recht wenige Personen erkennen. Du würdest sagen 10. Und wenn du dann gemeinsam mit dem Erwählten, der auch ebenso eine Leibwache bei sich hat, nach oben steigst, kannst du dann erkennen, wie in einem weiteren Raum auch hier Leute dann auf Sitzkissen Platz genommen haben. Vor ihnen stehen dann verschiedene Wasserpfeifen. Du kannst einen kleinen Glastisch erkennen, der dann hier aufgebaut worden ist, und Pulver, die dann hier herumliegen, teilweise zerstoßen mit einem Dolch. Du kannst auch erkennen, wie am Knauf daneben weiteres Pulver übrig geblieben ist. Und ja, dementsprechend ist hier wohl dann alles ein bisschen exquisiter. In einer der Ecken steht dann ein weiterer kleiner Podest, vielleicht von so etwas wie einem Lesesaal. Zumindest ist darauf ein Buch aufgeschlagen, da auch weitere Verzierungen, sowas wie ein rotes Tuch, was ebenso wieder mit der Horasloge bestickt ist. Und so kannst du dann hier gemeinsam mit Rafim Platz nehmen. Jeder der Personen, die anwesend sind, hat wohl jeder einen Leibwächter dabei, sodass man sich dann hier unterhalten kann. Die Tür wird hinter euch geschlossen, sodass es dann noch keinen weiteren Lärm gibt, der dann von unten zu euch herandringt. Die Leute nicken dir allesamt zu und dir fällt auf, dass sie allesamt wohl markiert sind. Dem einen scheint wohl die Nase komplett zu fehlen, was jetzt allerdings mit der Maske nicht aufzufallen scheint. Sollte er die Maske dann wieder nach unten ziehen, würde man das nicht erkennen. Aber so wie sie jetzt gerade über seiner Stirn dann ist, scheint es wohl nicht aufzufallen. Dem anderen, du kannst kein richtiges Leiden erkennen, aber er röchelt wohl, als würde ihm ein Lungenflügel fehlen. Also verschiedene anatomische Ungereimtheiten, die euch dann hier auffallen. Ebenso auch bei den Leibwächtern. Auch die haben eher so wie, vielleicht wie Rafim, einen fehlenden Finger oder eine fehlende Hand. Fehlender Arm wird nicht dabei sein. Allerdings hat einer von den Damen auch ein Holzbein, wie die Schneiderin. Und der Leibwächter, der dann den Erwählten begleitet hatte, verfügt dann eben über keine Zunge mehr. So dass ihr dann hier Platz nehmen könnt. Platz ist genug. Ja, dann setze ich mich natürlich schön prominent gemütlich hin, aber werde jetzt keine Anstalten machen, irgendwelche Rauschmittel oder Getränke zu mir zu nehmen. Mhm. Ja, vor dir sitzt dann wohl eine etwas ältere Dame, würde ich sagen vielleicht 60, ist aber auch ganz schwer einzuschätzen. Sie trägt, ist das eine Neonitin? Zumindest trägt sie sowohl Tätowierung von Neona als auch eine Robe dazu passend. Doch ihre Maske würde sie als Neonitin ausweisen. Also du glaubst nicht, dass das eine Verkleidung ist, sondern dass es tatsächlich ihre richtige Profession ist. Ah, willkommen, Eminenz. Sie verbeugt sich so ein bisschen im Sitzen vor dir und schiebt dir dann ein Tablett rüber mit, du bist dir nicht ganz sicher, was es ist. Könnten Traubensteine sein, die wohl zerbrochen sind. Vielen Dank für die Einladung. Sie kam doch ein wenig überraschend, muss ich zugeben. Ebenso wie wir überrascht worden sind, dass ihr anwesend seid. Und aus welcher Zelle kommt ihr? Gareth, was davon übrig ist. Interessant. Wir haben schon gehört, dass der Kontakt wohl dorthin abgebrochen ist. Es gibt wohl noch einige Versprengte, aber von niederer Qualität. Könnt ihr mir etwas mehr erzählen, was dort passierte? Nun, um es diplomatisch auszudrücken, ihnen ist eine Festung auf den Kopf gefallen. Auch davon hörten wir. Aber das kann doch nicht wahrlich der Grund sein für das komplette Verschwinden oder die Abwesenheit einer Zelle. Ihr hättet euch natürlich ankündigen können, aber wir waren zumindest sehr verwundert, wo eure Berichte bleiben. Ich selbst muss zugeben, dass ich sehr viel meiner Zeit an der Front verbringe. Unsere Feinde sind wahrlich überall. Das sind sie. Als ich zurückgekehrt war, war schon alles verwüstet und
verschwunden. Nun, nicht alles davon war wahrlich von dieser Festung vernichtet worden. Dennoch fand ich nichts mehr vor. Von Wolterach hat getobt, gerade jetzt, wo die Quanions-Queste ausgebrochen ist. Wir hätten uns so sehr gerne in das Spiel zwischen Praios und Blackarats eingemischt. Ich glaube, er wollte einige Leute schmieren und an der richtigen Stelle positionieren. Aber ein Platz in der Quanions-Queste wäre tatsächlich sehr sinnvoll. Nun, was verschlägt euch nach Punin? Bringt ihr Neuigkeiten von der Front? Zum einen das, ja, und zum anderen nun verschiedene Reisen. Ich werde auch bald wieder aufbrechen, denn die Feinde rücken stetig vor allem dieser elende Drache. Ja. Ja, das wäre tatsächlich sehr gut, wenn wir nicht nur den Splitter, sondern auch das Halsband wieder bekommen könnten. Aber aktuell kümmern wir uns doch mehr um Selindian und den kleinen Kadan. Ich glaube, hier wäre unser Spiel besser aufgehoben. Wir sind keine Frontkämpfer. Na, ich hatte tatsächlich gehört, dass Selindian noch hier ist und ja, Alara in Gareth sitzt und fröhlich vor sich hin herrscht. Tatsächlich. Jetzt, wo Alara in Gareth residiert, ist der kleine Junge so sehr viel leichter zu manipulieren. Wir können sogar zusätzlich, dass wir uns in das Spiel im Horasthron einmischen, sogar noch etwas hier mitmischen. Aber wir möchten euch da nicht in die Quere kommen. Wenn ihr Pläne für Selindian habt, da dies eure Zelle ist, dann dürft ihr gerne berichten. Hattet ihr Kontakt mit Anzwin? Ja, mit dem hatte ich tatsächlich Kontakt. Es ist... Lässt er sich manipulieren? Ein sehr seltsamer Mann. Nicht wirklich. Ich bin noch nicht sicher, was sein Ziel ist. Ob er den Thron anstrebt oder wahrlich, wie sagt man so schön, offen ist in seinen Anstreben, das Reich zu retten. Naja. Ich glaube, er ist schon zu alt und zu erfahren. Er kennt die Spieler am Hof und gerade jetzt, wo wir diese Chance nutzen können, dass Alara ihn hier alleine gelassen hat, ist so sehr dumm von ihr gewesen. Zweifelsohne. Nun, es freut mich zu hören, dass zumindest jemand noch ein Auge auf ihn hat. Jemand, der scheinbar auch Verstand hat, was gut ist.